Willkommen zurück zum nächsten Teil. Wir schauen uns jetzt hier mal um. Ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, darunter zu gehen. Also nicht hier. Hier, das ist ja bubsig da. Warum können wir denn noch so langsam gehen? Das habe ich ja bisher auch noch nicht gehabt, dass man in Wasser so extrem langsam wurde. Aber wie geil. Ich finde sowas ja so super, wenn sowas gemacht wird. Ja, dass man... Hey. Wenn sowas gemacht wird, ich finde das fantastisch. Huch, aua. Sodele. Warten wir hier durch das wunderschöne Wasser. Ich möchte gar nicht wissen, was hier unter der Oberfläche lauert. Oh, war es das schon? Dann ist der einzige Weg, der uns bleibt. Nein. Ach nee, hier geht's hoch. Okay. Okay. Ah, das ist dieser Weg, den man auf der anderen Seite erkennen konnte. Oh, der Bruder. Der Onkel, die Schwester, die Tante. Lass mich doch nur ein Schlückchen von meinem Getränk trinken. So, mein Freund. Ich hab dich echt gern, ja? Ich hab dich wirklich gern, aber... Oh, oh, was? Ein Sack! Wie geil, was ist das denn mit dem? Ich will auch einen Sack tragen. Das ist ja super. Ein Sack. Sack. Ach, sieht das stylisch aus, oder was? Also sowas liebe ich ja. So ausgefallene, wir trinken ja erstmal ein Schlückchen. Also ausgefallene Kopfbedeckungen sind ja wirklich... Ich glaube, ich habe da so einen ganz geheimen Fetisch. Oh oh. Ich glaube, da geht's runter in die Kanalisation. Da werden wir sofort hingehen. Ich will nur noch mal schauen, wo es hier hinten hingeht. Ich glaube, da ist die Küche oder irgend sowas. Weil, ich meine, wenn zuerst der Metzger, sein Neffe, sein Onkel, die Tante, die Schwester, der Schwiegersohn, der Bruder und ich weiß nicht, wer alles noch hier ist. Ah, ein Lager. Verstehe. Und da hinten sehe ich auch schon eine Leiche. Die hat da bestimmt eine Rüstung. Also letzten. Yes, you. Here, over here. Please, you must help me. Was machst du denn da drinne? Oh, there you are. You must help me. Or else she'll have me for lunch. You're my only hope. Oh, please. Was wäre eigentlich, wenn wir den jetzt stehen lassen? Aber den lassen wir nicht stehen, oder? Nee. Niemand. Niemanden lassen wir hier stehen. Wir sind nämlich ein Ritter. Haha, ein Ritter des Lichts. Thank you. I would have been a supper without you. Ja, aber wirklich. I started to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius. Or the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Cool, wir haben einen neuen Freund. Das ist doch mal richtig gut. Oh, hello. I'm fine, thanks to you. Ja, dann verschwind jetzt aber auch mal von hier. Machen wir nochmal hier die ganzen Fässer ein bisschen. Dann haben wir ein bisschen Rabatz hier. Damit wir auch garantiert nicht auffallen. Das ist doch sehr, sehr wichtig, dass niemand auf die Idee kommt, dass irgendjemand hier war. Aus diesem Grunde... Man muss sich das mal vorstellen. Da ist so ein Typ. Und der springt einfach durch die ganzen Fässer. Okay, also ich denke, es geht jetzt runter in die Kanalisation. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, ich glaube, ihr sollt den Sack wieder vom Kopf runter machen. So sehr ich das ja auch mag und das einfach super toll aussieht. Also das meine ich jetzt im Ernst. Also ich finde den Sack, das sieht wirklich geil aus. Aber ich glaube, wir laufen lieber so durch die Gegend. Das ist dann doch ein bisschen sicherer. Und bewegen uns vorsichtig vorwärts. Und möglichst jetzt auch nicht hier mit, Oh, ich will gar nicht... Ah! Scheiße! Na! Lass mich in Ruhe! Verdammte Scheißding! Ah! Geh weg! Ah! Ach du Scheiße! Ah! Und direkt der nächste, der Schwede. Ah!
Was ist das denn bitte gewesen? Aber das ist ein Boss oder was? Wow. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was dem hier geschehen ist. Also, so wie er da... Naja, ist auch egal. Das will ich jetzt... Das Thema will ich nicht weiter vertiefen. Ihr wisst... Oh je. Jetzt habe ich aber wirklich langsam Schiss. Man muss jetzt wirklich auch nach oben gucken. Das ist ja alles nicht ganz so geheuer, ne? Eieieiei. Okay, den anderen Bereich hatten wir schon durchforstet. Ah, okay, da hinten steht nur so noch so ein Knilch. Aber lieber nicht zu schnell. Wow, 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 wow. Was ist mit diesen Viechern? Kann ich die irgendwie... Das Säurewesen oder was? Die sind schon ein bisschen widerlich. Die sind schon ein bisschen widerlich, aber im Moment zumindest kein Problem für mich. Eieieiei, ist das ekelhaft. Ah, ist das nicht... Ist das nicht... Nee, ich glaube, das ist es nicht. Oh, nee. Ach, nee. Nicht noch mehr von diesen Viechern. Also, das Schlimmste daran ist eigentlich... Das Schlimmste... Lass mich ja in Ruhe. Lass mich ja in Ruhe. Und du da hinten, hier sei in Sicherheit bleibt. Er weiß nämlich ganz genau, was ihm blüht. Okay, dann die nächsten hier. So, und du und zack. Und zack. Mal ein paar Schritte zurück, um mich ein bisschen zu erholen hier. Eieieiei. So. Sind da noch irgendwelche? Warte mal. Nee, nix da. Ja, jetzt kommst du, du Blödmann. Natürlich, ist ja klar. Okay, also da stand er zumindest drauf, dann sollte jetzt nichts mehr passieren. Ah, der Kammerschl... Oh. Oh, 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 oh. Ich habe ein bisschen Bammel, dass jetzt hier irgendwas ist. Das wirkt so friedlich. Halleluja. Halleluja. Halalalalala. Also wirklich, das ist ja jetzt hier. Was steht hier? Drache? Ja. Keine Ahnung, was jetzt hier. Vielleicht geht's hier durch, vielleicht geht hier ein Tor später auf. Ich weiß es nicht. Zumindest haben wir jetzt hier erstmal ein Leuchtfeuer und das ist wirklich. Eine gute Sache, du alter Schwede, das ist... Oh. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich gerestet. Ich... Ah, da sind die ganzen Glibberviecher wieder oben an der Decke, oder? Na okay, wir müssen jetzt erstmal nicht mehr in diese Richtung, sondern runter in die Glibberhöhle. Ah, genau. Das ist also der Bereich. Hier vorne ist die Ratte gewesen. Ich verstehe. Und hier war doch eine Leiter irgendwo. Warte mal. Genau, hier ist eine Leiter. Dann klettern wir mal runter. Habe ich ja von draußen gesehen, die Leiter. Vielleicht können wir das Ganze hier öffnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Na gut, dann versuchen wir es, wenn wir nochmal da unten sind, halt von der anderen Seite zu öffnen. Mr. Skelett. Hat Mr. Skelett Probleme? Ja, wo ist der Mr. Skelett von eben gerade? Ist der aufgefressen worden von den Viechern oder was? Na gut. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ah, nur Leichen. Ah!
Das ist doch... Oh, nee. Das ist halt der Ort, an dem ich gestorben bin vorhin, oder? Ah, das gibt's doch gar nicht. Gehen wir mal hier raus. Oder? Das sieht doch... Bleib ja weg, du Fatzelviech. Genau. Okay, zum Glück habe ich ja diese ganzen Pflanzendinger. Eine Großaxt. Oh. Weg mit dir. Nee, das scheint dann doch nicht der Ort von vorhin zu sein. Aber zum Glück habe ich ja hier so ein... Wo ist denn jetzt hier? Wir haben mal so ein Ding benutzt. Wir jetzt mal hier. Giftansammlung. Verringert Blutungszunahme. Ich glaube... Das ist das, oder? Nein. Okay, also was ist das? Ist das Gift? Vielleicht ist das Gift. Probieren wir es mal aus. Ich meine, wir haben so viele davon. Zum Glück. Ja, ah, das ist Gift. Okay, ist eigentlich auch irgendwie logisch, dass solche ekelhaften Viecher keine Blutung hervorrufen. Ja, okay, könnten sie auch, aber vielleicht auch einfach ein bisschen... Das müssen wir hier ein bisschen sauber machen. Eieieiei. Du. Ja, du. Jetzt kann ich wegen dir direkt wieder so ein Ding trinken. In Kisten sind die Dinger versteckt. Okay. Dann benutzen wir noch mal eins. Ich glaube, ich muss mir die echt hier gleich, wirklich anlegen, damit ich die schneller benutzen kann, die Dinger. Aber das dürfte die Ecke gewesen sein. Also irgendwo bin ich hier auf jeden Fall schon gewesen. Das ist, warum gehen die jetzt so nach da unten? Kleinen lieben Rattis. Aber warum haben die Angst vor mir? Wisst ihr, was ich meine? Greifen die eher in der Gruppe an? Nee, das scheint auch nicht die Ecke zu sein, in der ich vorhin war. Weil sonst hätte ich ja schon längst hier was gefunden. Ach, wisst ihr noch? Da habe ich von der anderen Seite dran geschaut. Ja, jetzt erinnere ich mich. Okay, hier gehen wir wieder ein bisschen langsamer durch. Warte mal, was ist hier? Ah, das ist doch... Wisst ihr noch? Ja, das ist die andere Seite von dem Bereich, wo ich runtergefallen bin. Wenn ihr euch erinnert. Oje, 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 oje. Oh je, oh, und hier ist ein Boss oder was? Oder wieder was? Oh, scheiße. Will ich jetzt da wirklich durchgehen? Könnte auch einfach nur ein neuer Bereich sein. Oder ein Boss. Bin ich jetzt gerade für einen Boss? Naja, 4 Flakons habe ich. Hm, vielleicht lege ich mir vorher nochmal... warte mal, hier, das brauche ich jetzt ja nicht wirklich. Lege ich mir vorher nochmal hier... Genau, diese Giftgeschichte hier rein. Und hier nochmal, Moment, eine Brandbombe. Das ist ganz gut. Okay, gut. Puh, dann gehen wir mal durch, oder? Ich meine, weil unten, was gab es da außer diese Monster, die wir eh alle getötet hatten? Nur Ratten. Na gut. Okay, ja, kommt hoch. Ich muss jetzt Ratten. Die sind ein bisschen größer als die anderen. Aber sind jetzt nicht wirklich schwierig. Warum hat eine Ratte Menschlichkeit? Das ist aber auch geil. Hallo, 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 hallo. Ich würde ganz gerne einen einzigen Schlag machen. Darf ich das bitte? Wer schießt denn da? Was ist das denn? Was zur Hölle? Was... Tanzt da einer oder was? Haha, da tanzt einer. Oh, jetzt reicht's aber. Da hat gerade einer wirklich getanzt, oder? Habe ich das richtig gesehen? Irgend so ein Klick-Klack-Klürzemann. Hallo? Das ist doch der Onkel von dem von vorhin. Erinnert ihr euch an den einen Typen, der da oben stand? Warte mal, wir haben doch ein Schild. Ja, unser Schild ist nicht umsonst einfach verdammt gut.
Jetzt verdammt nochmal! Eieieiei. Was der für eine coole Rüstung anhat, oder? Okay, das hat ihn jetzt aber gar nicht gefreut. Naja. Haha! Oh, okay. Nichts drin. Oh. Große Scherbe, okay. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine richtig coole Waffe finden. Die wir dann upgraden können, weil ich glaube, so langsam... Uiuiui, da hinten schimmert das Licht durch. Das sieht aber schön aus, oder? Oh, das sieht aber wirklich schön aus hier. Hat mir welchen Nutzen dieser Raum hatte. Haben sollte. Gehabt haben will und tut. Die Kiste ist gleich mal kaputt. Wobei die Ratte, wenn da eine drin gewesen wäre, die hätte mich schon schon längst angesprungen. Jetzt bleib doch stehen! Oh. Aha! Du willst mich hier runterlocken, du Wicht. Ja, das ist alles ein bisschen gruselig hier. Wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwie klingt das hier sehr krötig. Warte mal, was ist das hier? Ah, Moment mal. Das ist doch der Bereich, wo ich gegen die Ratte gekämpft habe, oder? Ach, natürlich. Und hier hinten rechts bin ich dann runter. Klaro, da ist das. Jetzt habe ich auch so langsam ein bisschen die Orientierung wiedergefunden. Genau, da bin ich hier durch. Ja. Ich glaube, dann gibt es da unten eigentlich gar nichts mehr zu entdecken, oder? Kann das sein? Weil... Okay, aber vielleicht hier hinten. Mal schauen. Mal schauen, was es hier hinten gibt. Aha, ein Glibber. Ein Glibberflatz. Nein! Du, lass mich! Nein! Geh! Auf so einem engen Raum. Das ist ja fantastisch. Fantastologisch. Ich liebe das. Mein armes Schwert. Jetzt bräuchte ich... Sag mal, habe ich nicht einen Speer? Den könnte ich doch jetzt viel besser hier benutzen. Moment. Warte mal. Speer, Speer, Speer. Speer, Speer, Speer. Oder hier so ein Rapier oder irgendwas. Irgendwas. So eine Hellebarde, komm. Hellebarde. Schild nach hinten. Ach Mist. Nee, ich wollte eigentlich nach vorne. Genau. Genau, okay, die Hellebarde ist schon mal zumindest hier eine gute Möglichkeit, um ein bisschen von diesen seltsamen Viechern... Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße! Verdammter Mist! Bleibt ja... Ah! Hier bin ich gestorben! Okay. Ah! Ui, ah, Mist, die Hellebarde macht mich sehr langsam. Scheiße, scheiße. Die ist zwar toll. Aber die hilft mir ein bisschen, von den Jungs Abstand zu halten. Warte mal, die machen das Schwert mal gerade weg. Beziehungsweise wir brauchen das eine Schild jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Das dürfte wahrscheinlich schon... Nee, Mist, die Hellebarde macht uns sehr, sehr langsam. Sollen wir das Schwert wegmachen? Okay, wenn wir das Schwert weggemacht haben, dann ist gut. Weil ohne die, Bleibt ja weg! So. Genau, das ist dieser Bereich. Genau, 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 genau. Super, 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 super. Puh. Mist. Mist, 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 Mist. Ich weiß halt jetzt wirklich gar nicht mehr,
wie ich von irgendwo wieder zurückkomme. Ah! Eieieiei. Ich würde sagen, wir laufen im nächsten Teil weiter, hier unten durch die Katakomben. Puh, meine Nerven sind fix und fertig. Ich bin am Ende. Nein, okay, bin ich nicht. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Aber übrigens, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Nur mal so ganz, ganz nebenbei. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.